Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Wer möchte was? Nein, zu Transportfieber die Kampagne, aber ja, es stellt sich schon ein bisschen die Frage, wer braucht jetzt hier was und wie kriegen wir das dahin? Ich würde sagen, eben, es geht um die Schiffe. Ich würde mal vorschlagen, dass die einfach möglichst wenig Weg haben. Wie kriegen wir das jetzt gebacken? Wenig Weg wäre das hier und dann mit dem anderen Schiff irgendwie das hier. Puh, das ist ja, das müsste man sich fast aufschreiben. Wir schauen mal. Also, was wollen die hier? Die wollen Getreide. Getreide bekommen sie von hier unten. Ja, da hinten ist der Bauernhof. Also mit dem Schiff darüber Getreide bringen. Dann von hier, Kunststoff mitnehmen. Und den Kunststoff, müssten wir, wo muss der hin? Jetzt muss ich nochmal gucken hier. Wo muss denn der Kunststoff hin? Wieder zurück? Irgendwie, worum ging's? Ja, der muss hier hin. Der muss ich hier hin. Moment, jetzt muss ich. Das ist ja völlig. Wer denkt sich denn sowas aus? Also. Baumaterial. Da haben wir Baumaterial. Ich brauche aber Kunststoff. Das war, glaube ich, bei diesen Schwimmpontons. Kann das sein? Stahl, Getreide. Damit sie, genau, 100 Getreide am Maspalomas Chemical Plant. Man darf hier keine 5 Minuten Pause machen, da fällt man gleich raus. Ja, eben, die machen dann einfach Schwimmpontons und die haben wir dann. Okay, also das Plastik muss eigentlich nirgends hin. Es könnte, wenn, dann eigentlich noch hier unten hin. In die Maschinenfabrik. Könnte, müsste aber nicht. Okay, das würde heißen, keine Ahnung, das würde jetzt einfach heißen, dass ich immer noch gleich weit bin. Von hier Getreide darauf. Okay, dann sind wir im Prinzip leer. Nee, sind wir eben nicht. Wenn wir hier doch noch Plastik kriegen, dass wir dann hier runter schaffen. Ich weiß nicht, ob das Spiel das schnallt, dass wir das gar nicht möchten. Und einstellen, dass nur Getreide transportiert wird. Das können wir nicht. Wir brauchen von hier ja auch noch die Steine. Also, wenn wir das mal so angehen, dass wir hier Getreide hier hinbringen, dann sind wir leer. Dann können wir hierhin die Steine mitnehmen und die Steine hier hinbringen. Das würde funktionieren. Ich würde sagen, das machen wir mal. Also, wir brauchen mal die beiden Schiffslinien. Moment, das kann ich natürlich einfacher machen. Wasser. Einmal, zweimal. Das wäre dann die Linie 1. Die fährt jetzt neu. Von da nach da. Also, Moment, wir entfernen das mal alles. Okay, hinzufügen. Von hier nach hier. Dann leer nach hier. Und dann wieder zurück. Nochmal überlegen. Stimmt das soweit? Also, von hier Getreide hier rauf. Dann sind wir leer. Fahren hier hin, nehmen Steine mit. Mit den Steinen gehen wir wieder hier hin. Also, das würde eigentlich klappen. Okay, dann benennen wir das aber mal noch um. Mal gucken, ob das Sinn macht. Wir machen mal Linie Nord. Okay, dann haben wir hier diese Linie. Die macht im Moment Folgendes. Die bringt Erz hier runter. Und das hier ist eigentlich der einzige Hafen. Nee, Blödsinn. Der produzierte dann Stahl. Und Stahl muss wohin? wahrscheinlich hierhin. Wozu brauchen wir Stahl? Kohle und Eisenerz. Um den Gleisbau zu aktivieren. Ach so, okay, der Stahl muss gar nirgends hin eigentlich von der Mission her. Den könnten wir aber natürlich hier in die Maschinenfabrik bringen. Das würde heißen, von da oben hier runter und dann dahin. Okay, also von La Gomera, das ist da oben. Die Harbor wäre hier unten. Und dann wollen wir neu. Jetzt muss ich doch nochmal überlegen. Also mit Erz hier runter, dann abladen, hier Stahl. Hierhin und dann wieder leer hierhin. Okay, das müsste eigentlich auch klappen. Das wäre dann eigentlich Schiff, nicht Schiff 2, sondern Schiff Süd, zumindest südlich. Okay, gut. Ich hoffe, das war jetzt nicht komplett falsch gedacht, sonst werden wir es merken, wenn nämlich hier nicht viel passiert. Gut, was können wir sonst noch machen hier? Getreide haben wir in rauen Mengen. Wie viele LKWs verkehren hier? Einige, das sieht man hier. Wir könnten natürlich, im Prinzip könnten wir hier noch eine Abkürzung bauen. Das geht aber ins Geld. Wir haben 4 Millionen. Moment, ich möchte hier eigentlich schnell gucken. Ja, wir machen halt, weil wir immer bauen,
natürlich auch entsprechend Minus. Wir können ja mal gucken, was das kostet. Wie schnell sind diese LKWs? Irgendeiner. Ne, die sind sogar alle gerade hier hinten. Wow, wenn ich ihn erwisch. Detail. 60 km/h. Die Straßen. Ich muss mal ganz kurz mit dem Tempo runter. Ich muss mal gucken, was lassen die Straßen zu. 40. Okay, die hier auch. Haben wir gerade kein LKW drauf. Ne, der kommt auch gerade zurück. Okay, dann stelle ich nochmal schneller, damit wir den LKW auf die Straße kriegen. Hier ist ordentlich Verkehr. So, jetzt, wie schnell bist du? Auch 40. Also, entweder wir modifizieren die Straße oder wir bauen eine Abkürzung. Eins von beiden. Haben wir eine Straße, die 60 zulässt? Ach, können wir ja gar nicht bauen. Was überlege ich denn? Okay, wir müssen ja erst eben, das ist ein Teil der Aufgabe. Okay, dann können wir aber eine Abkürzung. Die könnten wir schon bauen. Nur, eben, was kostet die? Wenn wir das mal so machen, das würde eigentlich auch nicht die Welt kosten. Bringt das denn eigentlich was? Eigentlich schon. Wo müssen wir hin? Zum Hafen runter. Das heißt, wir könnten hier in die Hauptstraße rein. Das würde, glaube ich, schon was bringen. Würde ich meinen. Wenn wir das im Moment von hier aus machen. Oder nach der Schiene. Da werden wir ja später dann noch bauen. Na, jetzt geht's. 16.000. Das können wir schon finanzieren. Das kostet nicht die Welt. Es gibt eine sehr schöne Strecke hier durch den Wald durch. Ja, wenn sie dann funktioniert. Na, haben wir sie mit dem Krumm? Moment. Jetzt. 10.000. Ja, in kleinen Schritten lässt sich es noch besser finanzieren. Irgendwie in die Richtung. Wir werden wahrscheinlich dem Verkehr nicht ausweichen können. Ich nehme an, der Verkehr hier, der wird wahrscheinlich dann auch einfach diesen Weg nutzen. Wobei, das kommt natürlich darauf an, woher sie kommen. Also jetzt fürs Erste haben wir den mal da hinten gekappt, den Verkehr. Wir bräuchten vielleicht auch noch ein paar LKWs mehr. Wie viele haben wir hier? Moment, das sehe ich so natürlich nicht. Da brauche ich die Linie. Alle. Wir machen mal nur sichtbar. 3 LKWs. Einen hätten wir noch zur Verfügung. Das würde natürlich schon durchaus was bringen. Hier oben die Linie. Moment. 11 von 11 Vieh. Also das klappt soweit auch noch. Und da verdienen natürlich auch Geld. Also jetzt hier wieder LKWs abzweigen. Ich weiß nicht. Die haben das schon gemerkt, dass es eine neue Straße gibt. Das ist schon mal schön. Das wird sicherlich ein bisschen was bringen. Wir brauchen aber noch mal einen LKW. Zur Not müssen wir halt wirklich wieder einen verkaufen dann. Wenn wir ihn woanders brauchen. Im Moment brauchen wir ihn hier. Linie zuweisen. Moment, das wäre dann Getreide-LKW-Hafen. Okay, dann haben wir noch mal einen mehr. Ja, und jetzt lassen wir es mal rattern und gucken, was hier passiert. Hier haben wir überall noch 0. Okay, eben, das ist jetzt halt einmal eine Frage der Zeit. Jetzt wird es ein Momentchen dauern. Hast du was dabei? Baumaterial 0. Du müsstest eben Getreide haben, aber die LKWs haben wir erst gerade auf die Reise geschickt. Das wird ein Momentchen gehen. Hier, jetzt haben wir hier Getreide. Okay, oh, wir haben es geschafft. Gleisbau ermöglichen. Sehr schön. Das können wir also machen. Brauchen wir das schon in irgendeiner Form? Nicht wirklich. Wir können noch keine Bahnlinien bauen. Wie haben wir das denn jetzt geschafft? Ich glaube, hier unten war das. Mit der Stahlproduktion. Müsste das eigentlich funktioniert haben? Ja, das wird schon das gewesen sein. Gut, Stahl haben wir hier. Das wird von unserem Schiff nach da hinten transportiert. Ich würde mal sagen, das läuft eigentlich alles halbwegs gut. Das ist auch unsere Linie. Kohle haben wir da vorne auch. Sonst hätten wir keinen Stahl produzieren können. Gut, jetzt heißt es warten. Würde ich mal sagen. Oder können wir... Ne, wir können nichts mehr bauen. Busse könnten wir noch mehr installieren. Wir könnten höchstens hier hinten... Da wir die Aufgabe ja jetzt eigentlich erfüllt haben, machen wir hier mal mit den Bussen mal wieder das, was wir vorher hatten. Nämlich hier die Linie. Und dann machen wir die neu. Haltestelle hinzufügen. Wir können auch hier rum. Wiesenweg. Dann gehen wir nach hier hinten. Hierhin. Hierhin. Dann hierhin. Und jetzt den ganzen Spaß wieder zurück. Und dann können wir eben mal gucken, ob wir nicht hier noch ein paar Busse raufsetzen. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Und wir verdienen ja damit auch Geld. Ich würde mal sagen, Busse 3 von 8. Wir machen mal einen. Einer reicht. Bus Santa Cruz. So, jetzt stellt sich mir halt die Frage,
Bringt das was, wenn wir meinetwegen hier noch ein Bussystem bauen? Oder hier unten? Wir verstopfen damit ein bisschen mehr die Straßen. Ja, es würde schon was bringen, denke ich. Oder hier hinten vielleicht. Ist nicht Teil der Aufgabe, aber wir würden damit Geld verdienen. Und je nachdem, was wir später machen müssen, hier mit der Eisenbahn oder den Flugzeugen, hätten wir hier natürlich schon ein bisschen vorgesorgt. Wir können ja mal gucken, welche ist die größere Stadt. 1054. Und du hast... Ja, okay, die Frage hat sich beantwortet. Und hier unten? Ja, ebenfalls. Gut. Hier oben haben wir noch ein Städtchen, aber das ist wahrscheinlich eher das kleinste. Ja, nicht mal unbedingt. Die haben auch ordentlich Leute. Gut. Was macht eigentlich der Mann hier hinten? Gibt's den noch? Das möchte ich doch mal noch gucken. Das sieht so gemütlich aus. Ah, hier noch ein kleiner Garten. Ah, ein Steg mit einem Boot. Ja, und dann einfach leben. Wäre schon nicht so verkehrt. Aber ich glaube, da hat man kein Internet. Das wäre dann doch nicht... wäre für mich dann doch nicht so ideal. Was wollte ich denn jetzt? Genau, weitere Busse installieren. Und zwar eben hier hinten, wenn das die größte Stadt ist. Las Puntas. Die haben hier auch schon einen Bahnhof. Guck mal, da könnte man tatsächlich auch schon was machen. Ja, das machen wir jetzt. Die Haltestellen kosten ja eh nicht viel. Also, das wäre dann von hier. Vom Bahnhof. Mal hier außen rum. Da fehlt noch eine Straße. Können wir die noch bauen? Oder gehen da die Häuser kaputt? Das können wir uns nicht leisten. Wenn wir hier irgendwas zerstören müssen. Das möchte nicht klappen. Dann können wir hier nicht lang. Müssen wir aber im Moment auch nicht. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Diese Zipfel, die lassen wir einfach mal. Gut, also Bushaltestellen. Hier außen rum. Ich würde mal sagen, nee, hier eben genau nicht. Sondern hier. Dann haben wir die hier oben auch noch ein bisschen dabei. Dann gehen wir mal hier lang. Gehen hier runter. Das ist ja schon eine Riesenstadt. Heiliges bisschen. Wenn wir dich hier hinmachen, ja, da haben wir einen großen Wirkungskreis. Und dann hier noch runter. Und dann halten wir hier nochmal. Okay. Und dann da wieder zurück. Neue Linie. Die erste, die wir nicht sozusagen aufgetragen bekommen haben, sondern die wir jetzt aus freien Stücken machen. In der Hoffnung, dass wir damit ein bisschen Kohle verdienen. Wieder hier hin. Und dann wieder zurück. Zwei. Und dann da wieder hin. Das passt. Dann wäre das Bus. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht mehr, wie das hier heißt. Ja, das ist ja schon. Moment. Haltestelle weg. Las Puntas. Okay. Bus. Las Puntas. P-U-N-T-A-S. Okay. Haben wir. Was wir hier nicht haben, ist ein Depot. Wir hätten aber eine Verbindungsstraße. Hier unten haben wir ein Depot, glaube ich. Ja, da haben wir eines. Das ist nicht ewig weit weg. Ich würde sagen, wir schenken uns das Depot dort hinten. Und kaufen uns mal nochmal 1, 2, 3 Busse. Dann haben wir noch einen in Reserve. Und das wäre dann der Bus in Las Puntas. Okay, und jetzt, ihr müsst noch ein Stückchen fahren. Bevor ihr bei eurem Wirkungskreis angekommen seid. Aber das ist okay. Ist ja schon eine Straße. Doch, doch, das ist auch diese vielbefahrene Straße, die wir hier eben haben. Zwischen diesen beiden Städten. Und hier unsere neugebaute. Die ist eigentlich so weit, ja, okay. Also da ist nicht massiv viel Verkehr. Da haben unsere LKWs eigentlich auch genug Platz. Jetzt dachte ich gerade für einen Moment, ein bisschen sieht es aus wie Tropico 5. Hier mit dem Berg da hinten. Unsere ehemaligen Kolonialherren haben sich großzügig gezeigt und uns noch weitere Fahrzeuge geschickt, die sie selbst nicht mehr brauchen können. Na, das ist ja nett. Das wissen wir zu schätzen. Eben, der Hügel da ein bisschen wie Tropico 5. Gut, neue Fahrzeuge. LKWs, Busse. Wisst ihr was, dann schicken wir hier doch gleich nochmal ein auf die Linie. Dann haben wir da 4 Busse. Kaufen, zuweisen, Las Puntas. Und dann könnte man natürlich hier unten auch noch ein Bussystem machen. Jetzt würde ich aber zuerst gerne gucken bei den Schiffen. Wir haben jetzt noch ein weiteres Schiff und die Schiffe sind nicht allzu teuer. Das würde heißen, wir könnten hier... Wo stapeln sich hier die Sachen am ehesten? Eigentlich überall. Also, welche, oder anders gefragt, welche Linie bräuchte dringender Verstärkung? Die macht hier sogar Plus. Schief Süd macht Plus. Schief Süd bringt von hier oben Erz nach hier unten.
Und von hier Stahl nach da. Ja, damit kann man Geld verdienen. Okay, das andere Schiff bringt Getreide nach da oben und holt dann hier Steine. Ich würde mal sagen, ja, im Prinzip müssten wir eine Mischung aus beiden Linien haben. Aber jetzt nochmal eine dritte Linie machen, nee, das bringt irgendwie auch nicht viel. Aber das Schiff würde wohl schon was bringen. Also wo haben wir denn am meisten? Schon eher hier oben, so wie das aussieht. Ja, das heißt, wir nehmen Süd. Okay, Schiff kaufen. 400.000, das können wir uns leisten. Und dann wäre das Schiff Süd. Und dann gibt das einfach Verstärkung. Und je nachdem, falls nochmal was kommen sollte, ich wüsste zwar nicht was, weil dann hier einfach langsam Feierabend ist mit den Ressourcen, dann hätten wir noch ein Schiff, was wir nochmal umrüsten könnten. LKWs. Wir bräuchten noch ein paar LKWs hier für diese Getreidelinie. Depot. Haben wir da oder da? Wir nehmen das. Also das gäbe dann nochmal, wie viele? 16 von 24. 1, 2, 3 würde ich mal sagen. Und das gäbe dann Getreide-LKW-Hafen. Jetzt haben wir da auch ein paar LKWs mehr. Dann geht das hier ein bisschen schneller mit dem Getreide. Gut. Den Rest, ja wie gesagt, da müssen wir jetzt einfach immer noch Geduld haben. Oder müssen wir hier bei diesen 10%, das muss ich mir nochmal durchlesen. Sorge dafür, dass mindestens 10% des Bedarfs an Baumaterial gedeckt ist. Wenn wir jetzt wüssten, wie groß ist denn dieser Bedarf? Achso, das sehe ich ja hier unten nicht, Vogel. Baumaterial. Null. Okay. Hm. Bringen wir denn das Baumaterial auch hier in die Stadt rein? Hm. Baumaterial. Okay, mit einem LKW. Das wird so nicht funktionieren. Da brauchen wir... Wobei, wir müssen hier erstmal das Baumaterial haben. Haben wir denn... Bringt irgendjemand Baumaterial hier runter? Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Von hier Baumaterial muss hier runter. Klappt das in irgendeiner Form? Du fährst hier rauf, nimmst Eisenerz, fährst hier runter, nimmst hier Stahl, fährst hier hoch. Also das Schiffnummer, also Schiff Süd macht das schon mal nicht. Boah, ich kämpfe hier gerade. Den ganzen Tag gearbeitet und viel überlegt und jetzt hier wieder dieses Gegrübel. So, Schiff Nord, was machst du? Eigentlich bringt gar keiner Baumaterial hier runter. Da ist natürlich dann doch ein Denkfehler drin. Falls das schon in den Kommentaren stand, ich muss sagen, ich nehme gerade wieder 3-4 Folgen am Stück auf, weil wenn man hier mal eine Pause macht, eben, ich habe es jetzt gesehen, 5 Minuten und ich muss schon wieder gröber überlegen, wie, was, wo. Wir haben kein Schiff, das Baumaterial runterbringt. Baumaterial haben wir hier. Wir müssten direkt von hier runter. Und da wir hier sowas wie ein Zeitdingens haben, machen wir ein Schiff von dieser Linie. Und zwar das hier, das fährt noch leer rum. Von der Schifflinie Süd, da haben wir ja zwei Schiffe drauf, machen wir eine neue Linie. Und zwar von hier mit Baumaterial hier runter. Okay, das ist dann Schiff nur Baumaterial. Schiff, Bau, Material. Okay. Und dann kommst du hier, Schiff Süd, auf die neue Linie. Moment, Moment. Schiff, Baumaterial. Okay. Wird jetzt auch wieder ein Momentchen dauern. Wobei, ja, Schiffe kann man nicht drehen. Ja, doch, kann man, aber das dauert ewig. Okay. Aber dreh doch nochmal, denn da oben hat es Baumaterial. Das könntest du schon mal mitnehmen. Ah, eben, man kann Schiffe doch drehen, aber es dauert halt ein Momentchen, bis sie dann gewendet haben. Das ist auch klar. Das sind ja relativ fette Teile. Gut, das hätten wir. Was haben wir denn hier noch? Straßenbau. Mal nachkontrollieren. Stein und Schlacke. Okay, wir liefern halt Stein, aber Stein reicht doch. Moment. Nee, falsch. Stein. Hier oben war das, genau. Produkt. Brauchen die tatsächlich noch Schlacke? Wo sollen wir die denn hernehmen? Ich bin immer noch der Meinung, das heißt oder. Heißt das und? Also hier steht halt schon und. Wo hätten wir denn Schlacke? Wo müssen wir die holen? Natürlich, wo sonst? Okay, das ist ja aber eh cool. Das heißt,
dieses Schiff hier, das wird hier unten Schlacke holen und darauf bringen. Und die Schlacke brauchen wir hier hinten, da haben wir auch LKW-Verkehr. Und das Schiff nimmt dann das Baumaterial und bringt es hier runter. Das würde so also schon klappen. Gut, ist dann vielleicht im Endeffekt ein Schiff, vielleicht ist ein Schiff dann fast ein bisschen wenig. Aber wir werden sehen, wir brauchen die anderen Schiffe halt nur mal hier oben. Gut, lassen wir so rattern, nochmal weiter kontrollieren. Getreide liefern, 100 Einheiten an die Chemiefabrik. Das war eben, wo war das denn? Ne, das war da oben. Genau, das müsste eigentlich auch klappen, zumindest wenn die Schiffe da mal in die Gänge kommen. Da ist eins. Baumaterial 30 von... Hä, was? Warum? Nee. Jetzt hat der Baumaterial dabei. Ach komm jetzt, das ist halt... Ja, der hat immer noch Baumaterial dabei. Ah, das ist jetzt aber genau das, was ich gemeint habe mit diesem automatischen Ding. Der macht jetzt völlig das Falsche. Hier, der Schief-Süd-Kollege. Eigentlich sollte er ja Erz hier runterbringen. Ich muss mir die Linie nochmal ansehen. Macht er was Falsches oder haben wir das falsch gemacht? Nochmal überlegen. Las Palmas, also angefangen in La Gomera Harbor. Das ist der hier oben. Da sollte er Erz mitnehmen. Hier runterbringen. Nach Adele. Und hier sollte er Stahl mitnehmen. Nach hier bringen. Und eigentlich das Baumaterial sollte eigentlich das andere Schiff mitnehmen. Denn jetzt haben wir genau das Problem, dass der, wenn der hier hinten Baumaterial mitnimmt, dass er hier die Steine natürlich nicht mehr mitnehmen kann, weil er das Baumaterial hier nicht abliefern kann. Naja gut, wir brauchen primär das Baumaterial hier unten. Wir lassen das mal so laufen, aber das ist halt nicht ideal. Aber okay, was ist schon ideal? Baumstämme. Das ist aber auch die andere Linie. In den Nord, Getreide, das klappt, das kommt ja dann hier hin. Ja, da haben wir aber ein Ding. Müssen wir da vielleicht tatsächlich auch noch einen LKW machen? Aber wenn man hier guckt, die hängen eigentlich zusammen. Wir schauen mal. Das würde mir sagen, dass wenn hier Getreide abgeliefert wird, dass das automatisch sozusagen hier in die Fabrik kommt, dass wir keinen zusätzlichen LKW-Verkehr brauchen. Mal gucken, was macht das Schiffchen? Ping, aha, da landet das Getreide. Okay, das ist schon mal perfekt. Ja, da wird gezählt. 5 von 100, okay. Beim Straßenbau, da haben wir wieder Stein und Schlacke. Da haben wir ja gesagt, falsch. Da haben wir ja gesagt, das geht eigentlich auch. So wie das hier aufgezogen ist, die LKWs liefern hier durch die Stadt durch. Da ist dann eher die Frage, ob wir nicht vielleicht hier auch noch LKWs brauchen, wobei das sind Mengen, die gehen eigentlich. Nee, das passt soweit auch. Gut, wir können wieder schneller. Nee, wir haben schon schneller. Noch schneller geht nicht. Getreide haben wir hier noch jede Menge. Wie viel haben wir am Hafen? Das Schiff kommt ja zurück. Getreide. 41. Da könnten wir nochmal einen LKW raufsetzen. Wir haben hier noch was. Also machen wir nochmal einen weiteren LKW, der hier Getreide rumschifft. Brauche ich nichts einstellen. Ich muss die Linie wählen. Getreide, LKW, okay. Damit wir die Getreidesachen hier wirklich langsam wegkriegen. Jetzt haben wir hier noch Nahrungsmittel. Okay, das ist eben... Das ist das, was ich ein bisschen als Problem sehe bei dieser automatischen Einstellung. Auch beim freien Spiel jeweils, dass man plötzlich hat man wieder Nahrungsmittel hier. Kein Mensch weiß warum. Die gehören nicht hierhin, die gehören da in die Stadt. So war das angedacht. Aber ihr könnt natürlich Nahrungsmittel, ja, vielleicht, dass die Nahrungsmittel hier hinbringen und die anderen LKWs nehmen ein bisschen was mit für das Städtchen hier hinten. Dann fahren sie aber natürlich mit den Nahrungsmitteln hier runter. Das sieht man schon, hier sind die Nahrungsmittel. Das bringt so nichts. Wir könnten höchstens mit dem Schiff Nahrungsmittel noch in die Städte bringen hier. Und diese beiden, die bräuchten natürlich auch Nahrungsmittel. Aber wir haben nur drei und die brauchen wir. Definitiv. Also können wir hier nicht noch weiter Nahrung verschiffen. Das Problem ist jetzt höchstens, dass die Schiffe dann plötzlich Nahrung laden. Wenn sie, eben. Da ist halt nicht ganz einfach mit so Limitierungen hier. Okay, den Flughafen haben wir. Das ist doch all das. Da haben wir schon wieder ein weiteres Ziel. Jetzt könnte man höchstens denken, dass man das Ganze abändert. Wobei, den Flughafen haben wir. Das heißt, die brauchen hier, ja, die brauchen trotzdem weiterhin das Baumaterial in der Stadt. Also das können wir so laufen lassen. Nur weil der Auftrag abgeschlossen ist, das funktioniert trotzdem.
und das hier oben lassen wir auch so. Aber was wir hier hinten noch machen könnten, wäre mit den Nahrungsmitteln zum Beispiel noch nach Las Puntas. Das wäre doch zum Beispiel eine Idee. Ein bisschen Geld haben wir auch und damit verdienen wir natürlich noch mal ein bisschen und wir haben noch 4 LKWs. Das heißt, das werden wir angehen, würde ich vorschlagen. Gut, das machen wir aber erst, wenn das Spiel wieder läuft. Ne, läuft wieder. Machen wir erst in der nächsten Folge. Ich stelle mal ein bisschen runter vom Tempo. Heiliges bisschen haben wir hier Verkehr, aber schöne Autos. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.